So, auch bei dieser Teilaufgabe geht es wieder um diese drei Urnen. Und jetzt wird ein Spiel gespielt. Das Spiel sieht so aus: Wenn du der Spieler bist, dann setzt du erstmal einen Euro. Das ist dein Einsatz. Und dann passiert Folgendes: Es wird automatisch, sagen wir mal, von einem Roboter, so kann man sich das vorstellen, zufällig eine Urne ausgewählt. So, der Roboterarm bleibt irgendwo stehen, sagen wir hier. Und dann wird zufällig eine Kugel aus dieser Urne entnommen. Und jetzt hängt es davon ab, welche Farbe diese Kugel hat, nämlich bei Schwarz. Da gewinnst du und da bekommst du einen bestimmten Auszahlungsbetrag. Nennen wir den mal klein a. Und in allen anderen Fällen, also bei Weiß, da verlierst du und da bekommst du nichts. Das heißt, du verlierst deinen Euro-Einsatz. Ja, und das ist eine typische Aufgabenstellung. Man müsste die Frage im Anschluss gar nicht stellen. Man kann sich schon denken, was jetzt eben als Frage kommt, nämlich wie groß muss dieser Auszahlungsbetrag sein, damit, ja, wie soll ich sagen, dieses Spiel für den Teilnehmer gerecht ist. Das heißt, dass er auf lange Sicht genauso viel gewinnt wie verliert. Ja, also dass sich, man könnte auch sagen, Einsatz und Auszahlungsbetrag die Waage halten. Okay. Das sind so Aufgaben, da geht es immer um den Erwartungswert einer Zufallsgröße. Und wichtig ist, dass man im allerersten Schritt mal genau seine Zufallsgröße definiert. Also wir haben gesagt, A, das ist jetzt einfach mal der gesuchte Auszahlungsbetrag. Und die Zufallsgröße x, von der wir dann den Erwartungswert letztendlich bestimmen, das soll jetzt dein Auszahlungsbetrag sein. Also das, was du am Ende bekommst oder eben nicht bekommst. Also x. Also mit dein meine ich jetzt der des Spielers. Ja? Dein Auszahlungsbetrag. Ich kürze mal ab. Auszahlungsbetrag. Gut, und dann sollte man sich also jetzt erstmal die Möglichkeiten überlegen. Diese Zufallsgröße x kann jetzt zwei Werte annehmen. Und zwar, wenn der Roboter für dich eine weiße Kugel auswählt, ja, dann hast du alles verloren. Das heißt, du bekommst nichts. Du bekommst nichts ausgezahlt, also steht hier 0. Oder du bekommst eben den vollen Auszahlungsbetrag, das wäre jetzt klein a. Diese beiden Möglichkeiten gibt es für deine Zufallsgröße. Diese beiden Werte können angenommen werden. Wir schreiben nochmal drunter: 0 im Falle von weiß, a im Falle von schwarz. Und dann müssen wir eigentlich bloß noch die Wahrscheinlichkeiten bestimmen für den jeweiligen Betrag. Und dazu schauen wir uns eben an, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass bei diesem zweistufigen Zufallsexperiment weiß herauskommt? Zwei Stufen, weil wir haben erstmal Auswahl der Urne und dann eben die Auswahl der Kugel. Und das überlegen wir uns hier mal in einem Baumdiagramm. Also wir haben wieder Start und erstmal für die Urne drei Möglichkeiten, nämlich A, B oder C. Und die Wahrscheinlichkeiten sind natürlich ein Drittel, ein Drittel und ein Drittel. Und dann kommt die Auswahl der Kugel. Und da interessiert uns mal wieder nur das Günstige. Der günstige Pfad, also schwarz, interessiert uns in allen drei Fällen. Ja, und im Falle A ist die Wahrscheinlichkeit für schwarz 1/2. Im Falle von B ist sie 1/3. Und im Falle C ist sie 0. Das heißt, die Pfadwahrscheinlichkeiten, Multiplikation entlang der Pfade, 1/6. Ein Neuntel und 0. Und wenn ich das addiere, dann habe ich also die Wahrscheinlichkeit für
am Ende schwarz. Und das ist ein Sechstel plus ein Neuntel. Muss ich erweitern auf 18, dann habe ich also 3 Achtzehntel plus 2 Achtzehntel und das ist 5 Achtzehntel. Also 5 Achtzehntel als Wahrscheinlichkeit für Schwarz. Das heißt, dass ich diesen Auszahlungsbetrag bekomme, ist eher unwahrscheinlich. 5 Achtzehntel. Und im Falle von Weiß bekomme ich eben nichts ausgezahlt und die Wahrscheinlichkeit dafür ist natürlich dann 13 Achtzehntel. Okay, und jetzt muss ich eben den Erwartungswert definieren. Und zwar soll der Erwartungswert von dieser Zufallsgröße, also von dem, was ausgezahlt wird, jetzt brauchen wir natürlich einen sinnvollen Ansatz. Damit es gerecht ist, muss der Auszahlungsbetrag, der Erwartungswert der Auszahlung, genauso groß sein wie der Einsatz. Also Erwartungswert gleich 1 Euro. Ich lasse mal die Einheit weg. Dann muss man ja, den Erwartungswert letztendlich per Formel hinschreiben und der ergibt sich immer aus Multiplikation der Werte und der zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Und das muss man dann eben aufsummieren. Das heißt, wir haben 0 mal 13 Achtzehntel plus a mal 5 Achtzehntel und das soll 1 ergeben. Ja, und da muss man das Ganze eigentlich bloß noch nach a auflösen. Das hier ist 0. Das heißt, ich muss eigentlich bloß durch 5 Achtzehntel teilen, beziehungsweise mit 18 Fünftel multiplizieren. Und dann habe ich schon mein a. a gleich 18 Fünftel. Ja, vielleicht noch als Dezimalzahl. Das ist 3, also 3 mal habe ich 15, bleiben 30 übrig. 3,6 und gemeint sind ja Euro. Und damit ist die Frage eigentlich beantwortet. Ich möchte alternativ aber noch zeigen, dass man auch mit einer anderen Festlegung für die Zufallsgröße zum gleichen Ergebnis kommt. Zumindest möchte ich den Ansatz mal darstellen. Wenn nämlich mit x nicht der Auszahlungsbetrag, sondern der Gewinn bei diesem Spiel bezeichnet würde. Also ich ändere jetzt gerade mal ab. Nicht dein Auszahlungsbetrag, sondern dein Gewinn. Und Gewinn heißt ja, dass letztendlich der Einsatz und der Auszahlungsbetrag verrechnet werden. Dann müssen wir die Tabelle etwas abwandeln. Dann haben wir nämlich nicht 0 und a, sondern falls der Spieler die weiße Kugel erwischt, ist sein Gewinn negativ. Ja, er verliert seinen Einsatz. Das heißt, in dem Fall wäre der Gewinn minus 1. Wenn aber die schwarze Kugel gezogen wird, dann bekommt er eben diesen Auszahlungsbetrag. Davon wird der Einsatz abgezogen. Das ist dann der Gewinn, also a minus 1. Es wäre also auch korrekt so anzusetzen. Und dann müsste man aber sagen, der Erwartungswert des Gewinns, also für den ausgezahlten Gewinn, jetzt überleg mal selber, wie drückt man jetzt aus, dass eben diese Ausgeglichenheit besteht zwischen Einsatz und Auszahlung? Richtig, der Erwartungswert des Gewinns müsste in dem Fall gleich 0 sein. So, und dann muss man natürlich hier unten die Formel entsprechend umändern bzw. andere Zahlen verwenden. Ich kann es ja gerade mal noch machen. Für die, die diesen Ansatz gewählt haben. Dann hätte man nämlich, also auch wieder, multiplizieren und die Produkte addieren. Dann habe ich minus 13 Achtzehntel
Also minus 1 mal das plus a minus 1 mal 5 Achtzehntel. Und das ist gleich 0. Ja, und jetzt sieht man schon, ich möchte es gar nicht weiter verfolgen, wenn ich diese Klammer auflöse, dann bekomme ich eben a mal 5 Achtzehntel und minus 1 mal 5 Achtzehntel. Und diese beiden Zahlenwerte werden dann letztendlich zu minus 1. Und am Ende ja, geht es dann wie in der alten Rechnung weiter. Also ich komme am Ende zu demselben Ergebnis für a. Zwei Ansätze und beide führen zur selben gesuchten Größe, also zu dem gesuchten Betrag, nämlich 3,6 Euro.